Ein herzliches Hallo von mir an euch. Schön, dass ihr zu einer weiteren Folge Dead by Daylight eingeschaltet habt. Und ich bin schon wieder auf dieser Map und ich starte schon wieder an dieser Stelle. Erinnert ihr euch an meine Runde mit Klüdi? Cool. Ich kriege diese Map... Das ist ein Schweinchen. Nein, ich kriege diese Map sehr oft in letzter Zeit. Leider. Aber gut. Wir spielen gegen ein Schweinchen. Und wie letzte Folge versprochen... spielen wir nochmal eine Naked Challenge, weil wir einfach nicht vorwärts kommen. Das kann nicht sein, ja? Es kränkt mich. Ist hier vielleicht wieder ein Totem? Oh, da ist ein Totem. Hallo, Zarina. Es kränkt mich, ja? Dass wir einfach nicht vorwärts kommen mit dieser verdammten Naked Challenge. Deshalb. 3 Folgen am Stück. Also, nee, ich korrigiere. 3 Survivor-Folgen am Stück. 3 weitere, inklusive dieser. Spielen wir jetzt Naked Challenge. Sonntag gibt's wie immer Killer zu sehen. Man muss halt auch dazu sagen... You have maybe a cat? Going? I go. Cool. Ja, cool. La 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 la. Ist hier bitte eine Palette? Lupsi-dupsi. Cool, Story Bro, ich kann mich nicht heilen. I cannot heal myself. Ich brauche eine Kiste. Ein Medikit. Oder ich brauche ein Mate. Und sie geht wieder auf Felix. Ein bisschen riskant, was ich hier mache. Campt auch noch dort, weißt du? Die Naked Challenge ist ein bisschen verflucht. Kann man das so sagen? Laut. Gott, das war mehr Glück als Verstand. Ich bin dort noch am Bett hängen geblieben. Sie ist noch hinter mir. Gerade durch die Dings da geguckt. Bräuchte Heilung. Da vorne läuft irgendwer, aber ich glaube, es war ein Mate. War ignoriert. Ah!
Sarina. Willst du retten, oder? Okay. Sarina springt in den Schrank rein und raus. Dass wir einfach alle Runden, die wir nackt spielen, dass die einfach so dumm laufen. Ganz ehrlich, diese Runden, wo ich normalerweise entkomme, sei es mit einer Claudette oder irgendwie anders, das hat nichts mit meinen Perks zu tun. Ja, guck mal, die Zarina dort. Sie hat eine Falle auf dem Kopf. Die läuft. Die springt einfach in den Schrank rein und raus. Was zum... soll das? Wow, jetzt habe ich auf Zarina geguckt. Dann habe sie gesucht. Jetzt habe ich die Runde selber noch geschmissen. Oh boy. Wir haben einfach alle eine Falle auf dem Kopf. Sarina wartet nur noch, dass sie stirbt unten. Mich kriegen, weil sie hat natürlich keinen Fall. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Wenn sie fällt, hat sie keinen Buff. Nicht Buff. Andersrum. Ach ja, ihr wisst schon. Ich bin verwirrt. Die Runde ist doof. Das sind diese Schweine, im wahrsten Sinne des Wortes, die ich nicht leiden kann. Wenn du am fallenden Schärfer stehst und die dich einfach umklatschen. Der Felix wird jetzt auch gleich einfach umfallen da drüben am Jen. So. Cheryl könnte mich rein theoretisch holen. Weil ihre Falle noch nicht aktiv ist. Und jetzt ist die hier am Campen. Oh Mann. Was haben wir ihr getan? Nichts. Steht vor mir und nickt. Uff, Leute, das ist nicht spaßig. Das ist gerade einfach nur anstrengend, dass es in dieser Naked Challenge nicht vorwärts geht. Da war die Adept Challenge um einiges leichter. Kann ich bei Bill auch hinschreiben? Fail. Okay. Aber ich glaube, morgen gibt es eine Folge Killer. Und nächste Woche haben wir dann vielleicht mehr Glück. Ja? Okay. Drückt mir die Daumen. Es kann doch nicht sein, dass wir immer bei den Naked Challenge versuchen, so viel Pech haben.
Okay, durchatmen und die schlechte Laune bitte nicht mit in die nächste Runde nehmen. Ich gebe mein Bestes. Danke fürs Zuschauen, trotz allem. Und danke fürs Dranbleiben und dabei sein. Und irgendwann können wir an die Naked Challenge einen Haken machen. Ja, irgendwann. Daran halten wir uns fest. Bis dahin, ihr Lieben, danke. Macht's gut. Bye, bye.